Moin Leute, Henna hier von Vegan Warrior TV. Heute wollen wir Läufe testen und zwar mit Paintballs und zwar einen glatten Lauf gegen einen gezogenen Lauf. Bleibt dran, bis gleich. Ja, es ist ja nicht so weit. Das Thema wird schon ewig diskutiert im Paintball. Es ist fast sogar so eine Art Paintball-Mythos, den wir hier nochmal einmal aus dem Weg räumen bzw. einfach mal testen wollen. Ich weiß es selber auch nicht, ich bin gespannt, was da rauskommt. Kurz für euch zur Einordnung. Also, für die jetzt vor allem, die noch nicht so lange im Thema sind. Paintball-Läufe oder Paintball-Markierer allgemein sind, ich habe schon mal gesagt, so eine Art High-End-Blasrohre. Das heißt, ich möchte, um möglichst präzisen Schuss hinzukriegen, die richtige Paintball-Größe für den richtigen Lauf haben. Jo, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Dafür gibt es hier verschiedene Rückteile bei den Läufen, dass man die anpassen kann und je nachdem, ob ich große oder Paintball, kleine Paintballs habe, nehme ich verschiedene Rückteile hier. Jetzt haben wir aber den Fall, dass wir auf jeden Fall den passenden Lauf für unsere Paintballs haben. Es gibt es aber auch gezogene Läufe. So einen hier, ein Hammerhead One-Shot zum Beispiel. Die nutzen wir normalerweise, um First Strikes zu verschießen. Weil First Strikes haben schon gleich hinten, das sind die haben so Fins, nennt man die. Und diese Fins passen perfekt in diesen One-Shot rein. Durch diese Felder und Züge, das sind so Ausbuchtungen, wird der First Strike in Rotation versetzt und verlässt wirklich präzise und genau den Lauf. Das haben wir in zahlreichen Laufvideos schon unter Beweis gestellt, wie präzise First Strikes sind, vor allem mit dem richtigen Lauf. Aber wie ist das denn, wenn man diese First Strike-Läufe eigentlich für Paintballs nimmt? Funktioniert das überhaupt? Und wenn ja, wie gut? Erste Grundvoraussetzung, die Paintballs, die wir nehmen, müssen hierzu passen. Das ist natürlich nicht für alle Paintballs gegeben. Wenn die Paintballs zu groß sind zum Beispiel und ich nehme diesen First-Track-Lauf, dann zerreißt mir der Lauf die Paintballs. Sogar noch deutlicher als ein glatter Lauf, weil diese Felder und Züge hier drin natürlich die Paintballs leichter aufschneiden können. Das müsst ihr wissen. Ne? Aber wir haben jetzt mal den Fall, ich habe die Captain Paintballs, nehmen wir, die haben so 87, 89 von der Ball Size, also von der Größe, also 6, 87, 6, 89. Und dann habe ich hier den klassischen Standardlauf von der EMF 100 oder auch der ETA 2, der hat einen 6, 89er. Und ich habe einen 14 Zoll One-Shot genommen. Ähnliche Länge, gut, der Lauf ist eigentlich ein Tick kürzer, aber man muss hier noch eine kleine Muzzle raufbauen und dann dadurch ist er wieder ein Tick länger. Es ist aber letztlich egal. Es ist ungefähr die gleiche Länge. Ganz genau gleiche Länge gibt es halt in dem Fall leider nicht. Und dann lass uns das mal... jetzt noch den anderen Lauf mit runterreißen. So, naja, soll ja auch hier nicht langweilig werden. So, also gar nicht lange geschnackt. Wir gehen mal aufs Feld und testen das. Weil viele von euch haben das auch schon gefragt, macht das mal, macht da mal einen Test und so weiter. Und das ist quasi jetzt hier nochmal einmal für euch, das Testvideo. Wir sehen uns auf dem Feld, bis gleich. So Freunde, auf geht's. Wir sind hier bei World of Paintball, aber das wisst ihr ja, unserem Stammfeld zwischen Hamburg und Bremen. Ganz schnell zum Versuchsaufbau. Wir sind hier auf unserer Shooting Range. Das Ziel ist jetzt 30 Meter weg, was ich für Paintballs wirklich sehr sinnvoll finde. Dann haben wir als Markierer Tilts EMF, die haben wir auch gerade in dem Review vorgestellt. Verlinken wir euch nochmal das Review. Aber es ist auch noch nicht so lange her, von daher habt ihr das bestimmt schon gesehen. Dann haben wir als Paintballs die Captain Paintballs, die fliegen schon ordentlich geradeaus und wir fangen mit dem Standardlauf an. Wir machen 10 Schuss und ja, lass mal loslegen, gar nicht lange schnacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, war nicht schlecht. Lass mal messen. So, Maske kann ich abnehmen. Wir suchen uns wieder unsere imaginäre Mitte, wie ihr das von unseren Videos kennt. Hier. Ich messe die Schuss einmal durch, teile das durch alle und dann schauen wir mal von der Präzision her. Und zwar, wir fangen mal hier oben an. Wartet mal eben. Komm her. Sonst hängt mir die Maske gleich weg. Warte mal, Olaf, bist du drauf? Das sieht so aus, als ob du dahin filmst. Nee, ich hab die Wand drauf und ich hab dich drauf. Okay, und ich bin so bis hier so drauf? Ja, genau. Okay, perfekt. Ja, dann fange ich nochmal an. So, Leute, 10 Schuss. Einmal eben kurz durchmessen. Olaf hat mir freundlicherweise sein Taschenrechner-Handy geliehen.
So, wir haben 37 cm. Weiter geht's mit 24 cm und 39 plus 24 plus 39. Dann haben wir hier einen, der ist ziemlich daneben. 64 plus 64 plus 45 plus 45. Die hier waren gut. Da haben wir plus 20. So, dann haben wir hier noch zwei, ziemlich nebeneinander. 34 und 38 plus 34 plus 38. Und dann haben wir noch ein Little Happy noch, Pine, wie wir im Plattdeutschen sagen, also 10 cm. Da kommen wir auf eine Streuung von 311 cm geteilt durch 10. Ja, 31 cm ungefähr. Na ja, also ich meine, die meisten hätten mich getroffen. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht, dass das hier kreuz und kreuz und wir haben 30 Meter, das ist jetzt auch nicht so nah. Lass uns jetzt mal den gezogenen Lauf testen. Ich bin nämlich echt gespannt. Komm, wir machen das mal eben einmal schnell sauber. Bis gleich. So Leute, ich bin gespannt. Hammerhead One-Shot 14 Zoll, gleiche Länge. Lass mal gucken. Ich bin echt gespannt. Feuerfall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Alter, 9, 10. What? Das sieht doch mal sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Alter, Junge, das rede ich genau mit Paintballs. Ich meine, okay, Boss heißt stimmt und so, ne? Aber, Alter, lass mal messen, ey. So, wir haben jetzt hier, wir sagen, das hier ist die Mitte, wa? Der hier. Man müsste jetzt echt ins Video gucken, wo die anderen getroffen haben. Aber wir wissen auf jeden Fall ganz klar, dass diese hier singuläre, also einzelne Schüsse sind. So, dann versuchen wir das mal. 20. Dann haben wir hier Nummer 2 mit 8 plus 8 plus 17 plus 40. Plus 60, der war nicht so geil. So, 11 und 12 plus 11 plus 12. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch drei Stück, die hier drin sind. Jo, dann machen wir da, machen wir jetzt jeweils 8 cm dazu. Das ist kein Quatsch. Machen wir 10, ein bisschen mehr, aber das kommt hin. Oder waren hier zwei übereinander? Müssen wir dann nochmal im Video gucken. Aber selbst dann wäre das, ey, ob jetzt der Allmann das jetzt hier super genau ausrechnet, ich meine, das sieht man ja auf den ersten Blick. Also da brauchen wir jetzt auch uns nicht irgendwie, das wären jetzt 198, das wären halt 19 Zentimeter, also knapp 20. Aber es ist ein deutlicher Unterschied. Was man auf jeden Fall auch sagen muss, die Reibung, also das ist halt eine Schlussfolgerung wäre für mich, ich habe jeweils gleich hoch gezielt. Die Schüsse waren ein bisschen höher mit dem glatten Lauf. Daraus schließe ich jetzt mal, dass die Reibung minimal höher ist bei dem gezogenen Lauf. Das ist aber alles nur Spekulation und da fehlt uns eigentlich auch die Datenlage für. Und selbst wenn, würde man das ja mit seinem Red Dot vernünftig einstellen können. So Leute, wir sind zurück vom Feld. Das war deutlich. Zur Ehrenrettung der Standardlaus muss ich nochmal sagen. Wir dachten, oha, das ist aber deutlich. Haben danach nochmal einen Test gemacht. Jetzt nicht fürs Video, sondern nur für uns. Da war der First Strike Lauf immer noch präziser. Deutlich präziser, aber nicht mehr ganz so. Das heißt, der war nicht ganz so und der war ein bisschen präziser. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der First Strike Lauf ist zumindest, wenn die Bore Size für beide Läufe passt, in unserem Fall wirklich präziser. Wir haben das ja schon oft gesagt, dass man den One-Shot ganz gut mit Paintball spielen kann, weil er im Vergleich zu anderen First-Strike-Läufen nicht so ganz krass ausgeprägte Felder und Züge hat. Das heißt, wir hatten auch jetzt keinen Laufplatzer oder so damit, was natürlich aber daran lag, dass hier das Paint-Lauf-Verhältnis gestimmt hat. Man muss natürlich jetzt zur Ehrenrettung des glatten Laufs sagen,
Wenn ich verschiedene Paintballs habe, die ich spiele, dann kann ich natürlich bei glatten Laufsystemen einfacher und vor allem auch günstiger durch zum Beispiel Freak XL Hülsen oder verschiedene Bags und so weiter meinen Lauf jeweils auf die Paintball-Gegebenheiten anpassen. Bei den First Strike Laufen bin ich eigentlich immer sehr limitiert. Jeder Hersteller hat eigentlich immer eine feste Bore-Size. Also jetzt zum Beispiel die Nemesis-Läufe haben, glaube ich, eine 85er, 6, also 685. Die One-Shots haben eine 687. Lepco hat, glaube ich, zwei verschiedene Bore-Size. Die haben, glaube ich, eine 86er und 83er, 84er kann man sich da aussuchen, weiß ich nicht ganz genau. Das heißt, ich habe längst nicht die Möglichkeiten, die ich mit Paintball-Läufen habe, das Verhältnis anzupassen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich war wirklich positiv überrascht, wie gut gerade jetzt hier der One-Shot in unserem Fall die Paintballs verschossen hat. Das war wirklich richtig schön on point. Und es gibt jetzt die Erklärung, jetzt nochmal ganz kurz, also wissen wir auch nicht, meine Vermutung ist halt entweder, dass an diesem Felder und Züge das Ding kriegt halt einen Drall, dadurch fliegt das Ding präziser, wirklich was dran ist. Zweite Möglichkeit wäre, weil ich hier einen 14 Zoll Lauf in einer komplett durchgezogenen 87er Länge habe, wird der Paintball auch in der komplett durchgezogenen 87er Länge eben perfekt geführt, während man bei den Laufsets eigentlich immer nur die Hälfte der Strecke ist halt die die Führungsstrecke und die Front ist meistens größer gearbeitet und deswegen ist das dann nicht ganz so präzise. Das ist jetzt alles nur eine Vermutung. Wir müssen ja auch sagen, wir haben jetzt hier einen Standardlauf genommen. Es gibt ja im Paintball-Bereich auch noch Tuningläufe. Falls wir das nochmal testen sollten, dass wir zum Beispiel sagen Freak XL versus One-Shot, müssen wir natürlich dann sagen, jeweils mit einer 87er Hülse, dann haben wir die gleiche Hülse. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob wir das nochmal testen sollen. Und ansonsten, ja, will ich nicht lange schnacken. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir freuen uns immer über Abos. Das hilft uns wirklich. Wir wollen nämlich dieses Jahr noch ein paar Abos kriegen. Das ist einfach das, was uns hier pusht. Einfach weil das hilft uns einfach. Ich will nicht jammern. Ich freue mich über Abos. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Oder die Kollegen. Bis dann. Tschüss.